Jo, willkommen zurück. Wir haben es durch den Wald geschafft, ins Dorf der Waldmännisch. Und ich habe jetzt einen neuen Freund, der sitzt bei mir auf dem Kopf. Dieses Viech hier. Ja, das mir helfen will. Und wir sind jetzt hier gelandet. Wir sind gerade minimal klein. Und ja, haben wohl das Dorf der Waldmännisch gefunden. Ja, bitte. Doch, sehen die niedlich aus. Schlemmil. Ja. Okay, die sprechen... Wie es aussieht, eine andere Sprache. Ja, ich konnte es nicht verstehen. Ja, klar, sie haben einen eigenen Dialekt auch noch. Suchen wir ihn. Verstehst du uns? Also, ihr könnt ja mal ein bisschen überlegen. Ich weiß, wie ich die Viecher jetzt schon verstehe. Ihr könnt ja selbst mal ein bisschen überlegen. Vielleicht findet ihr es raus. Ja, immer das gleiche. Also schauen wir mal, ob ich vielleicht noch jemanden finde, der mich vielleicht mal irgendwie versteht. Hier sieht es interessant aus. Schön. Cool, jemand, der mich versteht. Das ist doch meine Basis. Na, freundlich. Ja, also ich kann es ja lesen. Hinten nur nicht. Quatschbirne. Macht die Quatsch? Okay, dann kann ich unsere Sprache sprechen. Das ist doch freundlich. Schauen wir mal, ob wir die Quatschbirne nicht irgendwo finden. Für die, die sich die Quatschbirne sparen wollen, man muss sie zwar holen, aber trotzdem, um die Minisch zu verstehen, ich rede mal jetzt mit dem beispielsweise. Jetzt lest ihr mal rückwärts, dann sagt er nämlich, was sagst du? Die haben einfach nur die Buchstaben umgedreht, mehr haben sie gar nicht gemacht, so. Okay, die Birne spricht. Eine Quatschbirne. Und? Ich dachte, du verstehst sie. Juhu, ich glaube, ich habe eine Quatschbirne jetzt gefüttert. So, testen wir es doch gleich mal aus. Juhu! Tja, ich bin wohl doch was Besonderes. Also, gehen wir mal hier wieder zurück. Raus. Hallo. Ein Fragment. Ah. Das ist ja freundlich, dann könnt ihr mir helfen. Also, was auch immer ein Fragment sein mag. Ja, habe ich. Der Älteste weiß bestimmt mehr. Okay, wo finde ich den Ältesten? Nein. Nein, 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 nein. Okay. Wo befindet sich der Älteste? Weißt du, wer der Älteste ist? Ah, nein. Weißt du nicht. Weißt du? Nein, der weiß das, was sie auch noch nicht. Du? Ja, seit gerade eben. Ja, schön. Ezio, hättest du nicht einmal die Sachen nicht ausruhen lassen können?
erzähle. Oh, Entschuldigung, ich erzähle. Ja, das kommt davon, wenn man zu viel Assassin's Creed spielt. Aber nicht, dass ich hier Schleichwerbung machen will. Ja. Die vier Elemente. Luft, Wasser, Erde, Feuer. Cool. Das ist ja freundlich. Okay. Beim rechts unteren sind wir schon mal echt in der Nähe. Die anderen drei besorgen wir uns noch mit der Zeit. Okay. Okay, suchen wir das Erdelement. Dann machen wir uns mal auf, wieder zu unserem Priester, der hier drüben wohnt. Ah, lauf. Schönes Haus, immer wieder. Ja. Schön. Okay, da geht's lang. Einmal durch die Erde. Kommen wir dahin. Ah, hier ist auch sicher ein Sachen. Also dann, gehen wir mal rein. Hat da etwa jemand Angst? Ja klar, du bist ja bei mir. Wie willst du vorgehen? Ja, gehen wir zusammen, das ist eine gute Idee. Also dann. So, kommen wir jetzt zum Waldschrein. Ich würde sagen, den Waldschrein machen wir in ein paar eigenen Parts. Dass wir jetzt hier drumherum stehen, würde ich mal sagen, reicht fürs Erste. Bis zum nächsten Teil. Tschüss!